Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr Eier mit Nagellack dekorieren könnt. Und zwar nehmt ihr am besten eine alte Box, weil ich glaube nicht, dass es wieder rausgeht. Wasser. Füllt dieses Wasser in die Box. Und dann nehmt ihr Nagellack nach Wunsch. Und tropft diesen Nagellack in das Wasser. Da könnt ihr verschiedene Farben für nehmen. Ich nehme jetzt hier alles so pinke Töne. Ich habe hier jetzt auch noch mal so einen Glitzer. Helleren Ton. Damit kann man auch gut Nagellackreste aufbrauchen. Dann nehmt ihr einen Zahnstocher, am besten einen längeren Stiel, aber den habe ich jetzt nicht. Und piekst damit euer Ei auf. Ich hoffe, dass es bei mir jetzt hält. Nein, Mama macht das nicht kaputt. So. Wenn ihr dieses auf dem Stiel habt, das hält jetzt bei mir nicht wirklich, packt man das ins Wasser mit dem Nagellack rein. Das geht bei mir jetzt gerade gar nicht. So. Dann holt man das wieder raus. Und trocknet es. Dann ist das wunderschön. Dankeschön. Das hält bei mir jetzt leider irgendwie gerade überhaupt nicht. Aber das Ganze sieht dann so aus. Ich zeige euch das Ganze gleich nochmal, wenn es trocken ist. So, wenn ihr das jetzt gut durchtrocknen lassen habt, dann sieht euer Ei so aus. Das ist jetzt noch ein bisschen feucht. Das könnt ihr dann abtrocknen. Und das könnt ihr halt wirklich mit allen Farben machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich, lasst mir ein Like da. Und die nächsten Tage folgen noch mehr Eierfärbevideos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.